So, da sind wir zurück. Wir haben Bluna besiegt, beziehungsweise wir haben schön lang besiegt. Und was ist das? Hier ist nichts. Baumtempel. Ja, wir brauchen einen Stock. Da ist ein Stock. Na bitte. Ein Stock. Als wenn wir es nicht anders erwartet hätten. Nehmen wir doch. Stock gefunden. Toll. Dann gucken wir uns doch mal an, was da steht. Wir haben den Trötenball. Spiritus. Eigentlich nicht wichtig. Ach, eigentlich nicht wichtig. Oh, Stock. Länglicher Gegenstand aus Holz. Und ganz frisches Frischfleisch. Wunderschön. Auf geht's in den Baum. Sepp benutzt Stock. Wunderschön. Der Schlüssel der Natur. Oh, sieht ja gar nicht aus wie in einem Baum. Oder etwa doch, ich war noch nie in einem Baum. Also kann ich auch nicht sagen, wie es darin aussieht. Also kann es auch sein, dass es genauso in einem Baum aussieht. Baumtempel. Gott, ist das Spiel bescheuert. Das weiß ich jetzt schon am Anfang der Folge. Weiter geht's. Oh, hier geht's lang? Nee. Da ist ja ein alter Opa. Nur damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Wer bist du? Ich bin Papa Zwerg. Ich bin hier, weil ich euch sagen soll, dass ihr ganz oben herausfinden werdet, warum ihr hier seid. Ah, die Story geht los. Und welchen Sinn dieses Spiel überhaupt hat. Wird auch langsam Zeit, dass uns das mal gesagt wird. Nicht wahr, Sepp? Schon gut. Ich geh dann mal. Eigentlich müsste er doch hier sein. Wir sind ihm nachgegangen. Können wir mit dir kämpfen? Ein Schafsbock in einem Baum. Ich bin ein Walfisch, ein genmanipuliertes Walfisch. Oh Gott, ist das doof. Ein genmanipuliertes Walfisch, also. Ach, hier geht's, glaube ich, lang. Okay. Na, wenigstens sind hier keine Zubats. Da hätte ich ja das Kotzen gekriegt. Wenn hier wie bei Pokémon immer irgendwelche Zubats in Höhlen sind, die einen nur aufhalten. Steine! Und ein Mann! George W. Bush. Dieser blöde Drache hätte mich wenigstens ins Weißhaus zurückbringen können. Schließlich bin ich der amerikanische Präsident. Ja, jetzt bist du ein Mann in einem Baum. Armer, armer, alter George. Eigentlich, ja, vielleicht kennt ihr ja gar nicht mehr George Bush. Ihr kennt jetzt nur noch Obama als Präsidenten. So alt ist das Spiel. Ich bin ein Tourist. Sehr interessant, dieser riesige Baum. Klonk. Aua! Spinnst du? Ich bin doch kein Japaner. Ah, nee, sehe ich aus wie ein Politiker. So. Sicher, damit jeder mal was abkriegt. So, gehen wir mal hier lang. Oder? Das ist immer die Frage, welches jetzt der richtige Weg ist, weil ich gehe immer gern erst den falschen Weg, um alles herauszufinden. Aber ich glaube, hier gab es kein richtig oder falsch. Führt beides nach oben. Ha! Haha! Ein Skelett! Seit 500 Jahren bin ich hier! Doch ich kann mich nicht entscheiden, ob ich nach oben oder nach unten gehe. Schwierige Wahl. Viel Spaß beim weiteren Nachgrübeln. Verschlossen. Nee. Nein. Ich dachte, wir haben den Schlüssel von schön lang gekriegt. Dachte ich. Alkohol weckt sogar Tote. Moment, was? Soll ich dem mal... Ich gebe dem Toten mal. Boah, bin ich schnell. Das habe ich gar nicht erwartet. Boah. So. Kram. Alkohol. Rein.
Ah nee, kann ich nur uns gehen. Ja, dann werde ich wohl doch wieder zurück müssen. Auf der Suche nach dem heiligen Schlüssel. So. Oder muss ich hier lang? Oder bin ich da lang? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich geh mal hier. Aha! Na also. Führt doch nicht beides auf denselben Weg. Oh, eine Kiste greift an. Kiste mit Auge verdient Prügel. Ich hab den Schatz. In mir bekommt den nicht. Sterb. Aha, also eine Mephisto-Truhe. Hauen wir mal auf den Kopf. Gümmel, SSSS. Sepp holt aus und trifft verheerend. Gümmel, SSSS. Heinrich versteht kein Wort, er kann kein Sächsisch. Hä? Heinrich wurde... Was? Heinrich ist irritiert. An Puh! Heinrich zwickt sich... Oh nein! Er hat Sepps Finger. Das ist auch egal. Nee, Heinrichs Huf hat er eingeklemmt. Okay. Gömmel, SSSS. Klubsch. Okay. Das finde ich komisch. Die Kämpfe sind... Das sind keine wirklichen Kämpfe. Es ist nur Glückssache, ob man trifft oder nicht. Es ist nichts mit irgendwie mit Skills oder mit Überleben. Es ist einfach nur, wie schnell kriegt man den kaputt. Und es ist alles Zufallssache, ob man jetzt angeglotzt wird. Oder er auf Sächsisch irgendwas rumbrabbelt, wie Gümmel, Esselhäge. Ich glaube, Mephisto wird das wieder entschlüsseln können, was die Kiste eigentlich sagt. Vielleicht muss ich Mephisto mal heute Abend privat fragen, was Gümmel SSS. Ach, ich habe jetzt nicht gesehen, was er gesagt hat. Oh. Kiste! Umstirb! Gümmel Synesh Elembe! Ja. Hunger! Bayerisch für gewonnen! Und wir haben eine Brechstange. Was man wohl mit dieser Brechstange anstellen kann? Vielleicht Türen aufbrechen. Ohne Schlüssel. Vielleicht kann uns das Menü sagen, was wir mit dieser Brechstange tun werden. Und wir haben, wo ist er denn? Goldene Brechstange. Oh, bricht besonders gut goldene Türen auf. Ja, das ist mal ein Statement. Ich frage mich, welche goldene Tür wir damit aufbrechen sollen. Wo findet man heutzutage noch goldene Türen? Es ist ein Schlamassel. Diese goldene Brechstange ist doch total wertlos im Moment. Hallo, bist du immer noch hier? Warte mal nochmal 500 Jahre. Klonk. Sepp benutzt die goldene Brechstange. Das klingt wie ein Award. Und die goldene Brechstange geht an Sepp. Weil man von ihm brechen muss. Ah, okay, ich muss reinlaufen. Ich dachte, da tut sich noch was. Bäume in einem Baum, das ist ja Baumception. Ah, Papa Zwerg. Hallo Sepp. Ich hab gemerkt, dass es hier doch nichts Interessantes gibt. Wir können also wieder gehen. Sofort. Aber glaub ihm kein Wort. Ich bin der echte Papa Zwerg. Er will euch reinlegen! Verdammt! Der Opa hat zu viel geredet. Papa Zwerg, Fragezeichen, verdient Prügel. Ihr steht meinem Plan im Weg, deshalb werde ich euch töten. Klonk. Er tänzelt. Step up and down. Wie soll er uns damit töten? Dieses Kampfsystem ist echt komisch. Also nicht das System, sondern die Gegner, die mit ihren Attacken. Ich meine, das Kampfsystem ist ja oldschool, das ist ja altbewährt. Komm, es macht doch den Alten fertig. Step up and down! Können wir ihn nicht mit der goldenen Brechstange töten? Adler.
schmeckt sogar tot, denn das macht Wunder. Ja, okay. Alternativ haben wir auch nichts. Sepp ist es auch egal. Sepp ist es nicht mehr egal. Oh. Klong. Wir verhauen alte Männer. Da sag mal einer, dass wir hier keine Action haben. Papa Zwerg verfehlt. Oh, jetzt stirb schon. Ja, ist er gut. Mensch, diese Kämpfe. Klonk. Wer bist du wirklich? Ihr wollt wissen, wer ich bin? Ich werde euch zeigen, wer ich bin. Papa Zwerge. Fanta! Ich bin General Fanta. Ich bin ein Elitekämpfer des mächtigen Lord Zeltas. Oh. Oh nein, General Fanta. Spürt mein Schwert. Tötet ihn endlich. Spürt mein Schwert. Wir werden verschont. Fanta. Wirbelwind. Und beide wurden verschont. Das ist doch schön. Stirb, Fanta. Nur Cola ist der wahre Softdrink. Sepp hat Schmerzen. Oh. Aber ihm wurde nichts abgezogen. Er beginnt zu rennen. Getorkel. Nein. Spür mein Schwert. Ja, Leute, jetzt ist er gut. Der macht keinen Schaden, vielleicht können wir das doch einfach überspringen. Oder nicht? Und jetzt verfehlen wir auch noch. Spür mein Schwert! Heinrich hat Aua gemacht. Nein, Anpu, Aua! Heinrich tut's auch weh. Oh, wir haben Schmerzen. Wir haben alle Schmerzen. Wirbelwind. Oh nein! Ja, ist ja gut. Stirb doch. Warum weichst du immer aus? Das ist einfach so lächerlich. Du haust doch nie wirklich. Du machst doch keinen Schaden. Warum gehst du nicht einfach? Wir lassen dich in Ruhe, du lässt uns in Ruhe, oder? Das ist doch ein Deal. Wirbelwind! Und Heinrich ist nur beeindruckt von dem Wirbelwind. Oh, Leute. Torkel. Und wir kommen nicht zum Zug, weil wir entweder verwundert oder beeindruckt. Oder es ist langweilig. Ja. Wir haben gemischte Gefühle gegenüber dieses Kampfes. Ja, ist ja gut. Tschüss. Geh doch einfach sterben. Das ist so ein langer Kampf. Weg. Geh weg. General Fanta. Ich könnte jetzt Witze über Mezzomix und Cola, Verhältnis mit Cola und es entsteht Mezzomix machen. Aber selbst das ist mir zu doof. Verdammt! Ihr seid stark. Doch von nun an wird euch jeder Gegner Schaden zufügen können. Ihr merkt schon, ab hier wird das Spiel anspruchsvoller. Nein. Welches Spiel? Limo-Zombie. Ah, der Limo-Zombie. Wo ist der Meister? Wir gehen dann mal. Danke für die Rettung. Folgt mir nun in den Schrein. Gott, ist der langsam. Du bist wirklich nicht der Turbo-Opa. Ja, los. So. Wo bist du? Wildtröten. Ihr befindet euch nun im heiligen Baumschrein. Ich werde euch nun sagen, was ihr tun müsst.
Und warum sagst du uns das erst hier und nicht schon unten oder in Zwerghausen? Wegen der Stimmung. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Hör zu! Der dunkle Lord Zeltas und seine Anhänger haben die heilige Bierflasche aus dem Schrein geklaut. Oh nein! Der heiligen Bierflasche? Ja! Er hat vor, den gesamten Biervorrat der Welt zu vernichten und dann ein alkoholfreies Imperium zu erschaffen. Was? Ihr müsst die heilige Bierflasche wieder zurückholen, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, aha. Wir stehen übrigens auf einer magischen Wiese. Wenn ihr das Aasgrest, dann sind wir Aasgresser. Wenn ihr das Gras esst, werdet ihr stärker. Gras essen? Ja, bin ich blöd? Das trifft sich gut. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Los, Anpu, werde stärker. Das schmeckt gut. Ja, Anpu, das ist wunderschön. Nun denn, geht durch das Tor hinter mir und ihr werdet wieder eure normale Größe erhalten. Oh, eine Tür im Wasserfall. Ein Wasserfall in einem Baum, in dessen Tür wir normal werden und irgendwo anders rauskommen. Ich hab zu viel Gras gegessen. Ich glaub, ich muss... Jetzt geht's wieder mit dem Kotzen los. Milch geben. Okay, damit, das ist gut. Milch? Das ist gut, weil du stopp. Ich trinke die Milch. Oh, jetzt wird's homoerotisch. Das hat gut geschmeckt. Wie peinlich. Lass uns weitergehen. Moment. Bist du wirklich eine Kuh? Ja, und? Dann bist du weiblich. Nein. Ich bin eine männliche Kuh, die Milch gibt. Jetzt lass uns endlich gehen. Ja, da denken wir mal nicht drüber nach, wir gehen einfach. Und wir sind jetzt mächtiger geworden. Heißt das, wir können gegen den Minotauren kämpfen? Weil ein anderer Weg bleibt uns ja, glaube ich, nicht über, oder? Ich glaub, der Milch war schlecht. Ich muss kotzen. Die war frisch. Oh. Jetzt geht's mir besser. Wer bist du? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin Kotze. lebende Kotze. Sepp, ich glaube, das liegt an dem heiligen Gras, das ich gegessen habe. Du meinst also, dass meine Existenz durch das von dir gegessene heilige Gras gewährleistet wurde? Eigentlich dachte ich an eine durch Gras ähnliche Drogen hervorgerufene Täuschung, aber egal. Hast du einen Namen? Nö. Dann nenn ich die Bröckel. Bröckel? Bröckel? Okay. Da wir nicht viel Zeit haben, kommst du mit uns mit. Yay, wir nehmen unsere Kotze mit. Meinetwegen. Der Kotzhaufen Bröckel schießt sich euch an. Gott, ist das Spiel bescheuert. Oh, jetzt sollten wir hoffen, dass die beiden mit ihrem Kampf fertig sind. Los, gehen wir. Ha! Und jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir speichern werden. Und ich glaube, es folgt noch eine Folge oder so. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also, bis dann.